Ja, ich möchte noch mal was sagen. Also, ich habe im Laufe meiner etwas längeren Jahre herausgefunden, dass die Guten die Bösen sind und die Bösen die Guten. Und wenn wir das beziehen auf Donald Trump, wie der bekämpft wird, dann muss er ja irgendwie was Gutes vorhaben, weil die Bösen das nicht wollen. Ja, und willst du nach vorne? Ja, wo du eben gerade den Dichterfürst erwähnt hast, der hat ja ein ganz berühmtes Zitat: Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Ja, das sagt der Mephisto nämlich, ja. Das ist der Teufel persönlich, der Dämon, der da den Faust verführen will, ne? Also verführen nicht, sondern doch zum Bösen verführen. Heutzutage hat das Wort verführen ja so eine sexuelle Note bekommen. Früher ging das einfach nur darum, Leute zum Bösen zu bringen, wenn sie verführt worden sind. Ja gut, es gibt einen alten Präsidenten der USA, wo Vater und Sohn Präsident waren. So, und der Vater hat folgenden Satz gesagt, als er schon lange nicht mehr Präsident war. Wenn die Leute herauskriegen, was wir getan haben, also für Amerika, dann werden sie uns jagen und lynchen. Also mindestens die 5 Präsidenten vor dem jetzigen, die haben die USA sozusagen Stück für Stück in den Keller gefahren. Und der Vorgänger war der Schlimmste. Der war der Schlimmste, der Halbweiße. So, und dieser neue Präsident will das nun wieder in die andere Richtung bringen. Natürlich wird er bekämpft. Na, wenn man jetzt die Nachrichten sieht hier in Deutschland, da wird er ja immer niedergemacht. Er war ja hier vor gut 14 Tagen, war er ja hier in Hamburg. Leider habe ich ihn nicht gesehen. Und man sollte immer, das komplette Wissen haben und nicht das manipulierte Wissen oder das in eine bestimmte Richtung gelenkte Wissen für das Ziel. So, und es gibt ein ganz diabolisches Ziel hier auf der Erde. Und ich hoffe, dass das keinen Erfolg hat. Und das ist auch, glaube ich, mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass das Schicksal der Welt in Berlin entschieden wird. Das hängt damit zusammen. Und ich bin ja für die Menschheit, für das Wohl der Tiere. Ich bin fast 100%iger Vegetarier. Die Tiere haben bei mir einen hohen Stellenwert. Man sollte sie, die wollen nicht freiwillig sterben. Ich glaube, das ist kaum ein Tier. Menschen wollen manchmal freiwillig sterben, aber die Tiere ganz bestimmt nicht. Und wir lassen sie töten und töten sie selber teilweise, um uns zu ernähren und glauben, dass wir das brauchen. Aber wir brauchen das nicht. Wir können mit vegetarischer Kost uns auch komplett gesund ernähren. So, und irgendeinen Gedankengang hatte ich eben noch. Aber, ach so, es gibt einen Philosophen, ich glaube, es war Max Planck, ich weiß es aber nicht hundertprozentig, der hat mal gesagt, der Mensch an sich ist unsterblich unter 2 Voraussetzungen. Erstens, wenn er immer die richtige Ernährung zu sich nimmt. Und das Zweite ist, dass er die Abfallstoffe, die in seinem Körper sind, dass die immer rechtzeitig ausgeleitet werden. Wenn er das schafft, soll er unsterblich sein. Und ich arbeite daran. Alles Gute. Tschüss. Yeah.